Als Riesentalent wurde Malcolm bei seinem Wechsel zum spanischen Meister FC Barcelona angepriesen. Spielen darf er nun fast gar nicht. Der Grund dafür ist dabei neuen Berichten zufolge ganz simpel. Es ist eine Schande, aber keine Seltenheit, ein junger Spieler wird als Jahrhundert-Talent, als Heilsbringer oder fehlendes Puzzlestück für die Zukunft angepriesen. Er wechselt für viel Geld zu einem großen Club, um dann dort auf der Bank oder gar in der zweiten Mannschaft zu versauern. Malcolm kam beim FC Barcelona bislang nur zu 2 Kurzeinsätzen. Ein Extremfall dieser Sorte ist derzeit Außenstürmer Malcolm. Der 21-jährige Brasilianer wechselte im Sommer hochgepriesen aus der französischen Liga 1 zum FC Barcelona, der sich seinen Neuzugang auch, wie im heutigen Fußball üblich, einiges kosten ließ. 41 Millionen Euro kostete Malcolm 13 Pflichtspiele des spanischen Meisters. Später bringt es der Angreifer nun auf stolze 25 Spielminuten. Das Top-Talent, das in den letzten 3 Ligaspielen nicht einmal im Kader stand, durfte während des gestrigen Champions-League-Spiels gegen Inter zwar mal wieder auf der Bank Platz nehmen, für einen Einsatz reichte es jedoch nicht. Woran aber liegt es, dass Malcolm bei Barca so gar keine Chance bekommt? Barca-Trainer Valverde ist kein Fan seines brasilianischen Neuzugangs. Wenn man Barcelona-Experte Javi Riera glauben darf, ist die Antwort darauf recht simpel. Gegenüber France Football erklärte der Spanier, Trainer Valverde habe den Brasilianer nie in seinem Team haben wollen. Die Entscheidung sei lediglich aufgrund des Interesses von Sportdirektor Eric Abidal und Pep Segura gefallen. Alles Weitere sei dann die logische Folge, so Riera. Wenn ein Neuzugang kommt, der kein Wunschspieler des Trainers ist, wird es immer Probleme mit der Spielzeit geben. Das Stürmertalent muss im letzten also auf einen Trainerwechsel hoffen. Solange Tabellenführer Barca aber so erfolgreich ist wie bisher, wird Malcolm wohl weiter auf der Ersatzbank Platz nehmen, wenn überhaupt.